Hi, hier mal ein Video zum neuen Windows April Ausgabe. Wie bekommt ihr jetzt schon über Windows Update? Ist die auch noch nicht in Verteilung? Das wird am 8. passieren. Ab dem 8. Das ist auch wieder ein ganz in Wellen ausgerollt, sodass nicht jeder sofort sein Update haben wird. Wenn ihr das jetzt forcieren wollt, könnt ihr das machen. Link wieder in der Beschreibung. Es gibt die Möglichkeiten, jetzt zu aktualisieren, auszuwählen auf dieser Seite hier von Microsoft selber. Ist also keine Hacker-Software-Seite, sondern einfach von Microsoft selber. Da könnt ihr jetzt sofort aktualisieren. Ihr könnt das also über euer System drüber putzen lassen, jetzt schon, als wenn das Update jetzt schon aufgeschlagen wäre. Und ihr habt dann die neue Version drauf. Was ich gemacht habe, war, dass das System jetzt auch schon ein bisschen älter war bei mir und doch einige Sachen drauf waren, die... vielleicht nicht mehr ganz so super waren für das System. Halt, ich hätte dann teilweise ein paar Problemchen, nicht jetzt Abstürze. Allerdings halt kam es mir einfach sinnvoller vor, einfach drüber zu bügeln. Und dazu gibt es ja auch dieses neue Creator-Tool dafür. Das macht man hiermit. Da kann man sich dann eine ISO-Datei erstellen lassen, beziehungsweise einen USB-Stick damit erstellen lassen, von dem man installieren kann. Das ist die schnellere Methode. Oder man lässt sich da auch einfach eine DVD erstellen. Und installiert dann von der DVD ist für mich die langsame Methode. Wenn ihr also einen USB-Stick zur Verfügung haben solltet, dann macht das über den USB-Stick. Kein USB-Stick, der nur 2 GB hat, ein altes Ding oder sowas, halt, sollte schon relativ ein bisschen größer sein. Und vielleicht wäre es auch ganz nett, wenn ihr noch USB 3.0 hätte, dann geht das Ganze noch zügiger vonstatten. Aber ich denke mal auch mit einem einfachen 32 GB Stick, den man irgendwo so kaufen kann, halt oder noch kleiner, 16 GB dürften auch locker reichen, ist man trotzdem schneller, als wenn man das hier von DVD macht. Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeiten zu aktualisieren. Der Link ist wieder in der Beschreibung. Kommen wir zum System selber und fangen wir mal mit den für mich wesentlichen Eigenschaften an. Die sind recht kurz zusammengefasst hier, nämlich Windows Defender. Das Ganze wurde hier ein bisschen aufgebohrt, finde ich gut, Spectre wurde gefixt. Das Ganze ist hier auch im System ein wenig von der Optik verändert worden. Das kennt man ja hier schon, aber ich gehe mal auf das Center selber. Und da habt ihr den Viren- und Bedrohungsschutz. Und ihr habt jetzt hier den Ransomware-Schutz. Kommen wir zu einem anderen Punkt, und das ist der Datenschutz allgemein. Datenschutz, da hat man jetzt wieder ein paar Einstellungen mehr. Also jetzt kann man erstmal hier die Dokumentenordner nochmal restriktionieren. Man kann zum Beispiel sagen, halt hier der Sprachrekorder soll jetzt keinen Zugriff auf den Dokumentenordner haben. Auf Bilder sollen nicht alle Programme zugreifen können. Also Around Me hat im Ordner Bilder für mich jetzt eigentlich nicht viel zu suchen. Den könnte ich hier mal abschalten. Braucht ihr aber auch nicht. Edge soll jetzt nicht auf den Ordner Bilder zugreifen können und so weiter. Ihr müsst euch nicht wundern, halt, wenn ihr jetzt hier PixArt den Zugriff verweigert auf den Bilderordner. Da müsst ihr euch natürlich nicht wundern, halt, dass das Ganze nicht mehr läuft. Beziehungsweise startet schon, aber kann noch nicht mehr viel machen, hat ja keinen Zugriff auf Bilder. Im besten Fall habt ihr eure Bilder ja im Bilderordner. Würde ich also dann halt natürlich so überlegen, was ich da tue. Videos das gleiche, ihr könnt hier beschränken, welche Apps denn auf Videos Zugriff haben. Macht jetzt nicht viel Sinn, wenn man jetzt ein Videoschnittprogrammchen hat, wie Movie Edit Touch, denn das muss ja auf die Videoordner zugreifen können, aber ihr könntet das Ganze hier beschränken. Ihr könnt natürlich auch den absoluten Zugriff auf das System halt hier sperren, würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn es kann einfach sehr viele Seiteneffekte geben. Das macht man halt in einem System oder in einem Umfeld halt, wo das System noch geschützter sein muss, als es jetzt schon ist. Wenn man das einschaltet, kann man hier auch die Apps auswählen, die auf das System zugreifen dürfen weiterhin. Ich habe die Funktion hier aus, das macht für mich jetzt nicht gerade den Riesensinn hier. Was ihr auch bemerkt haben solltet, ich gehe mal ganz kurz auf das Thema Optik ein. Ihr habt jetzt hier das ein bisschen anders gestaltet. Durchzieht das System jetzt halt dieser Milchglas-Effekt. Der war vorher auch schon da, halt aber nicht so systemübergreifend wie jetzt. Finde ich ganz nett gemacht, halt ist jetzt allerdings auch an der Optik halt auch schon fast alles. Habt ihr auch nochmal im Edge halt, die obere Leiste ist ein bisschen transparenter, auch wieder Milchglas-Effekt. So großartig wurde in der Optik hier im System nicht gearbeitet. Sollte man einfach hinnehmen, ist nicht gerade ein Thema, was ich jetzt weiter darauf eingehen werde. Wo ich darauf aber weiter eingehen werde, sind hier
nochmal spezielle Hardware-Möglichkeiten, die ihr habt, oder beziehungsweise die hier im System eingebaut wurden. Das System wurde mal wieder etwas stromsparender gemacht. Dass nämlich das hier überhaupt darstellen kann, gescheit. Ich gehe mal auf den Taskmanager. Genau, habe ich jetzt hier. Ihr habt hier so ein stilisiertes Blatt, glaube ich, soll das darstellen. Das heißt, in dem Fall, die App, die Einstellungs-App ist ja auch eine App, die ist jetzt nicht in Benutzung, also wird die auf Eis gelegt, nutzt dementsprechend auch hier null Performance aus. Das ist natürlich auch eine Sache, die dann effektiv wieder Strom sparen kann. Also für Laptops zum Beispiel oder Tablets sehr interessant. Apps, die gestartet wurden, aber jetzt nicht benutzt werden, die werden jetzt hier einfach angehalten. Finde ich eine ganz nette Funktion. Wie üblich habt ihr den Autostart-Ordner oder die Möglichkeit, den Autostart zu regulieren hier. Die habt ihr jetzt auch die Möglichkeit hier im Startmenü. Da könnt ihr auch die Autostart-Einstellung der Apps. Gut, brauchen wir jetzt auch nicht großartig darauf weiter eingehen, denn die Funktion ist schon zweifach vorhanden. Zum Thema Datenschutz nochmal. Hier habt ihr noch mehr Reglementierungsmöglichkeiten. Da könntet ihr zum Beispiel halt die neue Time-Leiste, Timebar, könntet ihr nochmal sagen, hör mal, ihr könnt jetzt auch verfolgen, was ich denn übergreifend mache mit anderen PCs. Das bedeutet jetzt, wenn ich auf meinem Tablet eine Seite aufgerufen habe, dann wird die auch hier in der Timeline erscheinen. Das ist natürlich so datenschutzmäßig schon wieder eigentlich, könnte man das als Rückschritt sehen, ist allerdings auch wieder abschaltbar. Genau wie die Hauptfunktion der Timeline, dann ist die ganz weg hier. Timeline zeige ich euch gleich. Die könntet ihr abschalten, aber ist doch eine Menge an Komfort. Deswegen, ich habe sie bei mir angelassen. Was haben wir denn weiterhin Interessantes? Genau, ich wollte ja nochmal auf die grundlegenden Funktionen eingehen, die man nicht sofort sehen kann oder die man jetzt erstmal nicht so mitkriegt, nämlich die Treiber. Da sind wieder Treiber eingeflossen. Ich habe gemerkt, ich habe hier Geräte angeschlossen, die vorher eine Treiber-CD benötigt haben, beziehungsweise Treiber aus dem Internet. Die wurden jetzt sofort erkannt und installiert. Finde ich nicht schlecht, sowas halt, denn gerade für den Anfänger bietet doch das hier ein bisschen mehr Sicherheit. Man fragt sich nicht, was mit dem System los ist, warum geht dies und das nicht. Soundeinstellungen sind jetzt auch noch mal ein bisschen verändert worden. Mal sehen, wo ich die jetzt gerade finde. Hier Sound. Und ihr habt erstmal eine Problembehandlung jetzt direkt hier eingebaut. Ihr könnt hier Geräte auswählen, welchen ihr jetzt nehmen wollt, hier als Audiogerät. Ich habe jetzt den H2, mit dem ich gerade aufnehme, der hat ja auch eine Möglichkeit halt als Audiogerät zu fungieren, also als Soundkarte. Der ist jetzt automatisch ausgewählt, weil er gerade eingesteckt wurde. Ihr könnt jetzt aber auch wieder auf die Realtek-Karte zurückgreifen für die Soundausgabe und gut. Hier habt ihr auch nochmal die Eingabemöglichkeit, also auszuwählen, mit welchem Mikrofon aufgenommen wird. Also getrennt jetzt das Ganze hier. Ausgabegerät auswählen und Eingabegerät auswählen. Auch nicht verkehrt. Und ihr könnt jetzt, und das finde ich auch nicht gerade verkehrt, ihr könnt jetzt sogar, also erstmal könnt ihr die Lautstärke für Apps getrennt regeln. Keine schlechte Funktion halt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich lege jetzt mal festhalten, mein Netflix ist nicht ganz so laut. Aber habt den Lautstärkeregler des Systems Sounds dann trotzdem auf volle Pulle. Ihr könnt jetzt regeln halt, mit welchem Gerät was ausgegeben wird. Ich habe jetzt da nicht viele Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, halt die Ausgabe soll jetzt immer, wenn ich den hier starte, halt über den H2N laufen oder über die Realtek-Karte. Nett gemacht. Zurücksetzen kann man das Ganze jetzt auch. Neu ist jetzt auch die Möglichkeiten der GPU-Auswahl. Man kann also jetzt im Programm, was man nutzen möchte, eine GPU vorgeben. Das geht hier über Grafikeinstellungen. Dann sucht man sich die App aus, die man bearbeiten möchte. Jetzt kann man hier auswählen, klassische App, Univision App. Das sind die aus dem Store hier, das ist ein normales Programm. Also irgendwie Software, die ihr installiert habt, die müsst ihr dann hier auswählen. Könnt ihr die suchen. Und ich habe jetzt mal ausgewählt hier DaVinci Resolve. Und kann jetzt festlegen, halt, DaVinci Resolve soll jetzt hier hohe Leistung benutzen, halt, also generell die Nvidia-Grafikkarte. Was aber auch wieder eigentlich jetzt Quatsch ist, ich schalte das wieder zurück, halt, denn die Nvidia-Grafikkarte wird eh von DaVinci Resolve benutzt, halt, für Berechnungen. Das ist in DaVinci schon einstellbar selber. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier eine App, die schaltet mir die Nvidia-Grafikkarte standardmäßig ein, brauche ich aber eigentlich nicht, weil es nur Pac-Man zum Beispiel ist, verbrauche jetzt also unnötig Strom mit meinem Tablet zum Beispiel oder mit meinem Laptop.
Und kann dann einfach sagen, ich gehe mal in den Energiesparmodus, dann wird also jetzt hier die energiesparende GPU, das ist in dem Fall die Intel GPU genutzt halt, dann wird die benutzt halt. Oder ich sage, ich habe eine App hier oder eine Software, die braucht viel 3D-Leistung. Dann kann ich voreinstellen, dass halt die hohe Leistung genutzt wird, also die Nvidia GPU, für diese App speziell. Ich lasse das jetzt einfach mal hier auf Standardeinstellung des Systems, hier auf Speichern. Und jetzt könnte ich hier weitere Apps zufügen halt und könnte reglementieren halt, diese App jetzt nur mit der Nvidia GPU ausführen. Oder diese App halt oder diese Software halt nur mit der Intel-Grafikkarte. Finde ich nett, dass sowas eingebaut wurde halt. Meistens wurde das aber auch von den Treibern sehr gut gelöst. Ich habe damit keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Es gab mal ein Problem mit Battlefield 4, wo es relativ neu rauskam. Da hat er mir immer die Intel-Grafikkarte eingeschaltet von der CPU hier. Damit war natürlich an Battlefield 4 Spielen überhaupt nicht zu denken. Damit, wenn die Funktion voll da gewesen wäre, hätte ich mir einiges an Ärger sparen können. Gut, was auch jetzt hier ist, eine Funktion, die Skalierung. Es gab ja immer wieder Apps, die haben so eine Matsch-Darstellung gehabt auf höher auflösenden Bildschirmen. Da kann man jetzt versuchen, halt, also mit dem Schalter, den man einschaltet hier, dass Windows halt der App eine etwas schärfere Darstellung beibringt. App, die Windows sucht, also jetzt hier Apps, die nicht auf eine hohe Skalierung ausgelegt sind, halt so ein bisschen diese höhere Skalierung beizubringen. Muss nicht funktionieren, aber ganz gut, wenn man Match-Apps hatte, dann dürfte das Problem damit zum großen Teil vielleicht aus der Welt geschafft sein. Ich habe noch keine App gehabt, die das Problem wirklich hatte. Wenn ihr damit Probleme hattet oder ihr habt einen 4K-Monitor und habt damit vielleicht massive Probleme, probiert mal die Funktion hier aus. Das dürfte bei einigen Apps helfen. Gut, haben wir das auch erstmal wieder durch hier. Das waren so ein bisschen interne Sachen. Was habt ihr hier noch? Cortana wurde zurückgestützt. Ich habe das übrigens die Leiste hier abgeschaltet, könnt ihr über einen Rechtsklick machen hier auf die Startleiste und könnt dann hier Cortana sagen, nur als Symbol anzeigen. Mehr brauche ich nicht, ich brauche diese Eingabeleiste hier unten überhaupt nicht, zumal sie ja auch zum Vorschein kommt, wenn ich hier drauf drücke. Wurde ein bisschen eingestampft das Ganze. Ich kann jetzt hier standardmäßig halt die letztbenutzten Apps zum Beispiel oder die letztbenutzten Internetseiten aufrufen halt, die werden jetzt hier angegeben. Es gibt hier einige Funktionen halt in Cortana, die sind jetzt besser und aufgebohrter, allerdings nur für den englischsprachigen Raum. In Deutschland ist sehr viel nicht aufgeschlagen davon halt. Finde ich ein bisschen traurig eigentlich, dass das immer noch nicht so weit fortgeschritten ist mit Cortana. Allerdings ist jetzt hier auch angedacht eine Integration halt zum Beispiel auf diesen Amazon-Service einzubauen. Ich weiß nicht, ob es denn schon eingebaut wurde halt. Das könnte das Ganze nochmal ein bisschen verbessern. Für mich jetzt ist aber Cortana halt schon wieder ein Schritt interessanter geworden, denn früher hat man hier wenigstens noch mal das Wetter hier drin gesehen. Naja, im deutschen Raum halt fehlt so einiges. Jetzt ist nochmals mehr das Wetter da halt, also ich werde es wahrscheinlich noch weniger nutzen. Kann aber hilfreich sein, zum Beispiel auf Internetseiten, wenn man da die Cortana-Hilfe einstellt, dann könnte man sich zum Beispiel ein Wort einrahmen und könnte über Cortana suchen lassen halt, welche Bedeutung das hat und was dahinter steckt. Insgesamt ist also Cortana zwar aufgebaut worden, halt, aber für den deutschen Raum nicht besonders. Ihr habt jetzt hier den Benachrichtigungsassistenten, wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Und ihr habt ja sonst immer Benachrichtigungen, könnt ihr normal halt die Einstellung machen eurer Kacheln, zum Beispiel hier unten im Start, in der Start oder im Benachrichtigungscenter könnt ihr die sortieren hier. Was jetzt ganz gut gelöst wurde, halt, ihr habt den Benachrichtigungsassistenten. Und da könnt ihr sagen, bestimmte Sachen halt sollen nicht mehr stattfinden, wenn ich zum Beispiel spiele. Das könnt ihr automatisch regeln lassen. Ich habe zum Beispiel eingestellt, wenn ich spiele, sollen keine Benachrichtigungen oder nur welche mit hoher Priorität kommen. Denn manchmal im Spiel wird dann halt angeblendet, halt, dass gerade TomTop ein Angebot hat, irgendwie eine neue Hardware runtergesetzt. Finde ich störend sowas halt, ich kann das jetzt nicht unterbinden. Eine gute Lösung, die man auch gebrauchen kann. Eine Sache, die ich erstmal interessant finde, ist datenschutztechnisch vielleicht nicht ganz so optimal. Müsste man sich überlegen, ob er das nutzt. Halt. Ich werde es nutzen, weil ich jetzt hier allzu geheime Sachen mit dem Rechner nicht mache.
Ihr geht aber natürlich dann schon über Nutzungsverhalten schon wieder preis. Und das mag jetzt manchen wieder ein bisschen sauer aufstoßen. Wie gesagt, bei mir, ich finde das ganz okay so halt. Da nutze ich den Komfort lieber halt, als jetzt den bestimmte Daten nicht weiterzugeben, die wahrscheinlich dann sowieso abgegriffen worden werden halt von irgendwelchen anderen Cookies oder sonst was. Gut, gehen wir darauf ein, was ich meine, das ist nämlich die Timeline. Das ist eine der großen Neuerungen hier. Ihr habt jetzt hier in der Timeline die Möglichkeit, die Sachen, die ihr in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie lange man das festlegen kann, jetzt hier wieder aufzurufen. Ich habe jetzt hier, klar, das System ist recht neu, da ist jetzt noch nicht so viel an Tagen vorhanden. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit halt einfach zu sagen, was habe ich denn gestern, da war noch eine interessante Seite, habe ich da was gefunden? Ah, der NGX Bugs halt. Und dann seid ihr drin und könnt direkt weitermachen hier. Übrigens eine neue Version anscheinend von der Bugs. Werde ich mal gucken, wenn ich die kriegen kann, dass ich für euch teste hier auf dem Kanal. Aber das wird erstmal nicht weiter was für Sache. Da könnt ihr also nicht nur jetzt Webseiten aufrufen, sondern hier lasst mich auch eure Word-Dokumente aufrufen. Hier wird auch die meine Serials-RAW-Datei angezeigt. Da könnte ich jetzt drauf zugreifen sofort. Ich habe jetzt keine großartigen Apps hier benutzt, also kein Word zum Beispiel, aber es ging dann auch. Ich könnte jetzt hier den Text hier aufrufen mit meinen Keys. Werde ich jetzt mal nicht machen, aber der Editor wird dann anspringen automatisch. Das ist eine Funktion, die hat man sich so ein bisschen bei Apple abgeschaut. Damit könnt ihr förmlich in die Vergangenheit scrollen und sehen, was habt ihr da getan. Ah, das habe ich hier gemacht. Chartanalyse angeguckt halt. Dann gehe ich doch mal auf YouTube und guck mal weiter. Gut, das war die Timeline. An sich ist da jetzt auch nicht mehr zu erklären. Ihr könnt natürlich jetzt noch hingehen und da bestimmte Ereignisse rauslöschen. Den letzten Besuch auf irgendeiner Pornoseite zum Beispiel. Dann habe ich hier alle Löschen aus vor ein paar Stunden. Vielleicht kann man damit diese schlechte Formulierung auch löschen. Das weiß ich nicht genau. Machen wir es zu. Wie gesagt, abschaltbar in Einstellungen halt, habe ich euch ja gerade erklärt. Dann habt ihr hier eine neue Gamebar. Die Gamebar beinhaltet einfach die Möglichkeiten, Content aufzunehmen. Ihr könnt also euer Spiel aufzeichnen. Ihr könnt in den Spielemodus das Spiel schalten. Dadurch sollen Ressourcen freigegeben werden für Spiele, die ansonsten jetzt hier im Hintergrund mitlaufen würden. Das ist der Spielemodus. Und ihr könntet noch hingehen, Mikrofon ein- und ausschalten, sowas halt. Die ist jetzt auch semi-transparent halt im Fluent Design aufgebaut. Optisch halt ein bisschen anders. Ansonsten aber von der Funktionalität her auf der alten Gamebar sehr ähnlich. Dann gibt es ein neues Sniping-Tool. Das Sniping-Tool ist ja dafür da, halt Bildschirminhalt aufzuzeichnen. Diese Version jetzt, die jetzt dabei ist bei Windows 10, die kann auch angeblich 3D-Inhalte aufnehmen. Gut, Sniping-Tool, manche Leute brauchen sowas. Ich habe da jetzt keine große, ich habe da keine Verwendung für. Könnte aber manchen hilfreich sein, für mich halt nicht. Kommen wir nochmal zu einigen Sachen, die Tablet-Benutzer interessieren dürften. Ich habe jetzt hier kein Tablet, deswegen kann ich die nicht wirklich vorführen. Aber es gibt neue Eingabemöglichkeiten für Tablets. Die Tablet-Tastatur müsste ich jetzt hier einblenden. Die ist natürlich bei dem System hier gar nicht vorhanden. Jetzt erstmal, die müsste ich auch einschalten. Und ihr habt jetzt hier auch wieder optisch verändert, halt das Ganze semi-transparent. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeiten in der optisch leicht veränderten halt Bildschirmtastatur auf eurem Tablet aufzuswipen. Zweiten kennt man ja halt, man malt also förmlich die Buchstaben ab und dann wird ein Wort erstellt. Wäre erstmal nicht schlecht gemacht. Dann sind auch wieder Stifteingabemöglichkeiten verbessert worden. Das Ganze ist jetzt ein bisschen leistungsfähiger. Auch interessant für Leute mit einem Tablet. Was auch interessant sein würde, ihr könnt mit Windpunkt die Emojis aufrufen. Wenn ihr sowas benötigt halt, könnt ihr halt mit Emojis auch arbeiten. Das sind so die Sachen, die zur Tastatur eigentlich zu sagen sind. Für Tablet-Benutzer sehr interessant, glaube ich. Kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Ich wollte eigentlich schon länger umsteigen hier auf Edge und nicht parallel auf dem Firefox benutzen. Das ging eigentlich nicht, weil der ist nicht ganz so hundertprozentig seitenkompatibel gewesen halt. Ich habe mit einigen Seiten echt Schwierigkeiten gehabt. Die haben sich so schlecht aufgebaut, dass sie nicht für mich benutzbar waren. Das ist, habe ich jetzt gemerkt, halt weg das Thema. Da wurde also noch mal ein bisschen was an der Kompatibilität anscheinend gearbeitet hier. Was für mich noch sehr wichtig ist, auch für Tablet-Besitzer, Vollbildmodus, aber der ist jetzt konsequenter durchgestylt, weil ihr
oder beziehungsweise könnt ihr im Menü natürlich das Ganze aufrufen, halt diesen Vollbildmodus auf dem Tablet zum Beispiel. Ihr habt jetzt hier halt die Leiste, die reinwischt ins System, halt, wenn ihr mit dem Mauscursor nach oben geht und auch wieder rausgeht, wenn er klickt. Das war ja vorher nicht so. Finde ich gut, damit kann man auch den Vollbildmodus halt wesentlich angenehmer nutzen. Was auch hier neu ist in Edge, die Erweiterung, das Ganze ist nochmal ein bisschen aufgebohrt worden hier. Hier werden Vorschläge angezeigt, die ihr nutzen könntet. Ihr habt hier bei euren Favoriten habt ihr eine bessere Gestaltung der Favoriten. Das ist jetzt ein bisschen angenehmer zu lesen auch. Finde ich auch nicht verkehrt. Und in den Einstellungen sind ein paar Sachen hinzugekommen, die auch nochmal sehr interessant sind, finde ich. Also nicht nur die Optik, hier habt ihr die semi-transparente Bar, finde ich sogar eigentlich ein bisschen nervig, hätte das dann durchgehend schwarz gehabt, ist aber glaube ich Geschmackssache. Sondern ihr habt jetzt hier auch unter erweiterte Einstellungen die Möglichkeiten, Formulareinträge zu verwalten, das heißt also neu hinzufügen. Das könntet ihr eingeben, hier den Namen von euch, Organisation, Telefon, E-Mail-Adresse, Ländername, Straße, Ort, Postleitzahl. Und dann funktioniert das ähnlich wie unter einem Android-Handy, wenn ihr eine Webseite aufruft halt und euch da anmeldet und ihr müsst zum Beispiel Formulardaten eingeben, also eure Telefonnummer und so weiter und so fort, euren Namen, dann übernimmt das jetzt hier der Edge automatisch. Ihr müsst also nicht auf jeder Webseite, wo ihr euch nur anmeldet, halt die ganzen Daten komplett eingeben immer. Gut, das war es eigentlich schon wieder jetzt im Groben halt zum Edge. Was jetzt auch noch wichtig ist, und das hat für mich indirekt mit Edge zu tun, da fand ich die Lösung, die früher hier gewählt wurde, mit einem getrennten Programm eigentlich für mich angenehmer. Aber ihr habt hier eine bessere Darstellung halt und eine bessere Möglichkeiten mit PDF und E-Books zu arbeiten. Das wurde also doch ein ganzes Stück angepasst. Müsste man mal sehen, ob es denn mir reicht, ob ich da noch einen getrennten PDF-Reader brauche. Der war jetzt vorher für mich hier mehr als eine Qual der Wahl, halt der PDF-Reader, der in dem Edge eingebaut wurde. Da fand ich die alte Lösung besser. Anscheinend ist aber jetzt das Ganze hier so weit geändert worden, dass man auch mit dieser Lösung schon leben kann. Okay, eigentlich war es das jetzt hier. Das ist meine kleine Zusammenfassung halt zum neuen April-Update von Microsoft für Windows 10. Ich hoffe, ihr habt ein paar Funktionen gefunden, die ihr brauchen könnt hier. Drauf machen würde ich es allein aus dem Sicherheitsaspekt halt. Ihr könnt es jetzt installieren, ihr könnt noch ein paar Tage warten, dann wird es bei euch sowieso einschlagen. Alles klar, ciao.